Es geht um das Zuhause. Es geht um für mich um die Frage, wem gehört das Zuhause und wer oder was stellt Zuhause her? Also heißt Familie zu Hause, heißt ein Ort zu Hause, heißt ein Land zu Hause, ein Geruch ein Zuhause. Und wo verschwimmen da die Grenzen und wer setzt das überhaupt und wie hat sich das auch alles entwickelt? Warum haben wir ein Zuhause? Es ist kein Theaterabend in Anführungsstrichen im klassischen Sinne, sondern es ist etwas, was sich immer entwickelt aus einer Sache. Das ist dann natürlich auch erprobt und wir wissen dann schon, an der Stelle ist das und das und das. Und es gibt auch Texte, die dann auch festgeschrieben werden, aber die sind mit der Regisseurin und uns entwickelt worden. Und uns heißt mit dem Nils, mit der Alrun, dem Alban und der Birte, plus dass unsere Dramaturginnen da dabei sind und alle da mitarbeiten und der Musiker und auch alle AssistentInnen, geben immer ihren Input dazu, sodass es eine große gemeinsame Arbeit ist, wo man sich dem Thema annähert und mal nimmt man sich einer Figur an und mal lässt man sie wieder und wird mehr zur Gruppe, wo man natürlich auch man selbst ist, aber da geht es um das Wir-Gefühl ganz stark und auch das Wir-Gefühl im Raum. Also das heißt, auch der Zuschauer ist damit inbegriffen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es die SpielerInnen natürlich, weil wir aus uns schöpfen, natürlich macht das was mit uns, sich zu hinterfragen. Und dass das im Unterbewusstsein stark in uns arbeitet und durch die Übungen, die Antje uns gibt, natürlich dann auch rauskommt. Da ist ja viel Unbewusstes, glaube ich, auch, was dann zutage kommt. Ich finde es eher gar nicht so leicht, mich wo niederzulassen. Ich weiß, es gibt diese 1000 Zuschreibungen von ich fühle mich bei meiner Familie zu Hause, also gemeint, sicher, aufgehoben oder so. Aber ich habe eher ganz, also ich kann da nur von mir sprechen, dass es Momente gibt, wo sich alles deckt und ich das Gefühl von einer Stimmigkeit, von einem Zuhause habe. All diese Themen, Obdachlosigkeit, Flucht, was heißt es, kein Zuhause zu haben? Natürlich würde ich sagen, ja, also die kommen vor, wir haben die. Wir verhandeln die, allerdings in poetischen Räumen. Also sie öffnen die Fragen darüber oder sie öffnen die Emotionen darüber. Oder zumindest hoffe ich das, dass sie das in dem Stück tun. Aber sie analysieren es nicht oder sie geben auch keine Antworten.